Hä, als ob ich jetzt dieses Spiel spiele, muss ich erstmal realisieren. So geil! Wir werden jetzt dieses geile Intro sehen. Geile! Gönn dir! Stehe ich jetzt hier? Braucht man einen Chuck? Ach so, nö. Vancouver, Junge. Boah, nice. Alter. Boah, nice. Oh, schön, dass wir das dieses Jahr auch nochmal sehen, Chat. Let's go. Das hat doch schon fast Tradition. Ab jetzt. Das spielen wir jetzt nächstes Jahr auch wieder. Die Sega-Animationen sind immer so stark. Jedes Mal wieder. Bro! Da sind sie alle. Und jetzt diese geile Wario-Abfahrt hier. Boah, Alter. Das geile. Ist so nice. Jetzt noch ein bisschen Wind entgegenkriegen wie im 4D-Kino. Boah, das habe ich mal in Party 8 gemacht. Mit einem Ventilator und dieses eine Mini, das kann ich dir nachher zeigen. Go! Guck, da macht's wenigstens Sinn. Wenn Sonic und Mario gegeneinander Skifahren... Boah, man konnte ja auch seine Snowboards und so designen. True. Ja, eben, wir sehen eh noch voll. Das sieht so echt aus. Ja. Dadurch, dass da dieser Blaze. Sie blazed richtig durch den Schnee. Ich hab früher immer Blaze gespielt. Diese Sportarten machen mehr Spaß und machen mehr Sinn. Sonic würde immer Mario abziehen im Rennen. Mhm. Oder im, was es da alles gab. Wie heißt denn das, wenn man Staffellauf? Wenn man Staffellauf oder so machen würde, das ist so Bullshit. Aber wenn die gegeneinander snowboarden, ja, da muss das, es ergibt voll, das ergibt voll Sinn. So ein gutes Spiel. Boah, dieser Shot. Wie die Kette noch so. Yeah. Fucking Curling. Wollen wir Curling spielen? Oh, Nick, oh nein. Das ist so lame. Nein. Ich hab ein Balanceboard. Ich hab jetzt ein Balanceboard. Ging das nicht bei. Man musste sich auf das Balanceboard setzen für den Bock. Und dann kommt man tatsächlich so hin und her, glaube ich. Ich glaube, das war doch eine Special-Steuerung, die man einstellen konnte, aber nicht musste. Konnte man, ich erinnere mich da nicht dran. Maybe. Ja, Mann, wie sie hops nimmt. Sieht so gut aus. Voll nice. Sieht so gut aus. Look at them, look at him, look at them. Ich glaube, ich habe noch eine bessere Szene. And at them. Damn. Ja, Mann. Let's go. Jetzt kommt wieder Spielcharakter aus Traumdisziplin. Schnauze! Ja, der Song ist jetzt nicht so krass. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Ja. Vancouver 2010. Können wir uns, das müsste der Spielstand von letztem Jahr sein. Eine, ich glaube, da gab's. Disziplin steht zur Verfügung. Geil! Ich wollte nämlich sagen, wir hatten ja noch nicht alles gesehen. Also, wir haben auch noch neue Sachen und so. Let's fucking go. Bobsport Traum ist ja übelst nice. Können wir eigentlich direkt reingucken? Post. Ich hab. Post! Kann ich einen Briefkasten haben, der das genauso macht? Oh, die scheiß Sensorleiste. Guck da, da steht sogar. Anpassung der Skier. Du hast komplett recht. Ein geheimer Shop? Oh, dieses Dorf, ne? Dieses Winterdorf, dieser Weihnachtsmarkt. Jetzt? Wo geht das? Einkaufen. Einkaufen! Es ist so. Oh! So schön. So hübsch. Voll vergessen, wie stimmig das war. Und vor allem war es stimmig. Weil er die Stimme. Er ist so laut. Oh, ist so schön. Ja, der Song. Da kann man doch Christmas shoppen gehen. Das hätte ich gebraucht im Dezember. Aber wir hatten ein bisschen Schnee diesen Dezember. Fand ich schon stark. Ich wollte mich hier so gern umschauen und das Spiel auch noch so Animal Crossing-artig. Weißt du, ich wollte DK sein und hier so lang laufen einfach. Du kannst sie anklicken, die. Ja. Kannst du was machen? Du hast eigentlich, du bist angemeldet. Nee, die Sensorleiste ist unter dem Schreibtisch. Oh, wie dumm. Ja, ich könnte es da, aber du musst ja immer so machen. Das ist doch auch scheiße, oder? Ja, schon. Ist schon besser. Guck mal, die, glaub, die talken. Oh, lol. Voll süß. Mario Kart 8 Foreshadowing einfach. Das ist genau wie die Mies. Wollen wir schon irgendwo rein? Oder bringt uns das was? Ja, nicht viel. Wir können hier zwar eigene Skier sein. Oh Gott, die Sensorleiste spackt auch schon so rum. Ja, das wird gleich lustig. Ja, let's go. Wo war der geheime Shop? Der war da hinten irgendwo, ne? Yo, die Gang. Da kommt die Gang. Alter, Tails. Nein, die alle auf einmal. Tails mit drei. Mit den Girls. Damen am Shoppen. Hallo. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Das ist ja grausam.
da müsste der sein, der geheime Shop. Der geheime Shop. Schön ausgeschildert, dass er geheim ist. Was war das nochmal? So ein Fick. Feder. So ein richtig ikonischer Fragezeichenblock von Mario. Ich habe tatsächlich gerade gar keinen Plan mehr. Weißt du, das ist so das, man kennt's. Das ist so typisch Mario. Kannst du mal so gegenspringen? Tatsächlich zerstört Mario die Blöcke nicht mit dem Kopf, sondern mit der Hand. Oh, danke, dass du es mir beibringst. Mythos of Gaming. Ja, so voll ikonisch und dann so eine fucking Feder für Sonic. Sieht voll kacke aus. Ja, brauchen wir beides nicht, komm. Scheiße. Ja, lass uns was zocken. Irgendein Gutschein oder so. Ich will Skifahren. Boah, ich will mit Shadow die Golden Gate Bridge entlang snowboarden. Ja, ich hab da auch Bock drauf. Das war der geilste Shit. Winterspiele! Das machen wir. Siehst du? Ja. Rebellion Sport. Jetzt hab ich eins, Chat. Das können wir auch noch. Vielleicht machen wir das einfach nächstes Jahr. Heute ist so Koop-Shit. Und dann haben wir immer noch Content für nächstes Jahr. Let's go. Zwei Spieler. Als ob. Der Bastard, ne? Er unterbricht sich schon selber, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Ja. Yo. Koop? Nee, oder? Sportart! Gibt's coolen Koops da? Also wir können theoretisch im Team da snowboarden. Ja, weiß ich jetzt nicht. So Sachen. Oder nein, wir können als Team Eiskunstlauftraum machen. Das ist cool. Oh, warte mal, aber jetzt, wenn ich hier einzeln mache, ist das auch nicht zu zweit, oder? Doch. Aber fahren wir dann nacheinander? Sportart aus Charakter, aus Spiel, aus... Was ist das jetzt gerade für eine Disziplin? Ich nehme Shadow. Was ist das für eine Disziplin? Snowboarden, Traum. Ja, dann nehme ich Sonic. Here we go. Ey, was ist das für ein cooles Winterfeeling im Spiel? Es ist so nice. Ey, das war mein größter Fehlkauf, Maeve, weil ich 60 Euro dafür ausgegeben habe. Jo, gutes Team. Aber, fahren wir jetzt nacheinander? Weil das wäre irgendwie kacke. Oh, mach mal Anleitung. Du hast Nunchuck drin und ich nicht. Ja. Steuerung, ne? Dieser Disziplin hältst du wie für einen Senken und neigst sie nach links und rechts, um zu spielen. Ja, der Shit zum Losstarten kenne ich noch. Drehung. Das ist wie Mario Kart, basically. Ja. Ach, ich glaube, das... Ich glaube, es ist egal, ob du das angeschlossen hast. Du kannst es auch kurz abschließen, einfach. Dann haben wir zumindest das Gleiche. Ja, das ist, glaube ich, fair. Oh, das Steuerkreuz, um Gegenstände einzusetzen. Okay, es gibt auch Items und so. Kriegen wir hin. Einfach rein da. Oh, ups. Sorry. Charakter auswählen! Er sagt einfach nichts. Sonic so, here we go. Shadow nur so. Den Anime-Grunt. Boah, das sieht so cool aus. Ich bin gespannt. Meine Hand war einfach nur so. Dieses nervige Pfeifen. Es ist immer das Gleiche. Es wiederholt sich nonstop. Das ist wirklich einfach nur neigen, ne? Neigen, ja. Ja. Boah, so lange her. Ist das laut, zu laut, das Spielchat? Soll ich noch ein bisschen leiser gehen? Ich liebe Olympische Winterspiele mit Sonic und Mario. Mein Lieblingsteil ist es, wenn Snake sagt, alle sind hier. Was? Und jeden umbringt. Einfach Solid Snake als Guest Character. Radical Highway. Luigi! Diese Stimme. Oh ja, let's go, Split Screen. Can we run strong? Ja, und muss man es jetzt aufrecht halten oder immer noch nach vorne melden? Boah, Hilfe, was? Oh ja, okay. Scheiße, ich habe keine Ringe da bekommen, oder? Mach was sonst. Hast du die Handgelenkschaufel angelegt? Ich schon, ja. Du etwa? Ja. Hammer. Sicherheit geht vor hier. Boah, was? Junge, wieso leckt das so? Oh mein Gott, das kommt, ist ja voll seltsam. Das hat übelst schlechte Frames, wenn man zu zweit spielt. Holy shit. Okay, aber sieht gut aus. Wenn ich das schüttel. Mit B setzt man das ein. Shadow, dreh dich um! Wo guckt er denn hin? Oh, ich bin hier hoch. Oh, ich hab's nicht geschafft. Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht nur im Stream so, Chat. Wir haben gerade übelst wenig Frames. Was geht hier ab? Shadow, fahr da hoch. Fahr da hoch, Bro. Boah, ich muss echt hier. Also, oh mein Gott, ich fahr voll die Schlange gehen. Ich scheiße, du kannst das auch hochnehmen. Ich bin der gute Fahrer. Du brauchst kein. Hast du es in der Fahrschule gelernt? Ich habe in der Fahrschule gelernt, dass
Pünktchen? Pünktchen? Punkt! Oh mein Gott, ich verkack total. Jetzt bin ich am... Let's go! Oh. Am Führen, würde ich sagen. Ja, Mann! Rauf da, ich will hier grinden. Das ist das Beste. Shit, ich hab's. Das ist das Geilste. Oh mein Gott. Nur dafür bin ich hier. Oh mein fucking Gott. Nur dafür spiele ich dieses Spiel. Ich bin gegen den Roboter. So bad. Nicht runterfallen. Alter, oh, mach doch schneller. Shit. Warum ist meiner so langsam? Oh mein Gott, ich kann ja speeden, ich Idiot. So, Sonic Knopf. Man kann speeden? Oh! Whee! Ich komm da nicht an die Seite, ich schwör. Hilfe, nein! Oh, okay. Das Spiel ist so weird. Weißt du, ich habe gute Erinnerungen daran, aber was ist dieses Gameplay? Oh mein Gott, wo bin ich? Warum bin ich hier? Es ist alles gut, du bist eh Zweite, also. Vielleicht kriegst du mich nicht, aber die anderen sind super scheiße. Oh yes! Warte, was? Komm. Warte, was passiert hier? Wow, ich krieg mein Item! Das ist so chaotisch, holy shit! Ole 1203, vielen Dank für den Resub, 7 Monate, Mann. Bleib im Team und stream, ich grüß dich. Was geht ab? Ey, mir kommt's vor, als wär's sehr laut. Soll ich wirklich nicht leiser machen? Ich frage euch jetzt nochmal spezifisch. Ingame-Sound okay? Das war voll knapp, du hast mich fast noch bekommen. Ja. Weil ich abgelenkt wurde. Stark. Weil du abgelenkt wurdest. Ja, das ist der einzige Grund. Ja, ich... So ist jetzt keine Chance. Ist zu laut, okay. Wie gesagt, sorry. Ich frag das manchmal und dann gucke ich nicht mehr hin. Es ist wie immer eigentlich. So, weg damit. Besser? Ich hab voll gespuckt, es tut mir leid. Er hat euch angespuckt, er spuckt auf euch. Ja, Mann. Exau. Geile Zeit. Schlag das. Get good. Get on my level. Ohne die Sounds ist nicht dasselbe. Ich mach doch nicht ohne die Sounds. Warte, habt ihr jetzt gar keinen Sound mehr? Dann würden wir doch nicht Traumdisziplin. Yo! Shadow komplett am Wegflexen. Der hat voll den Liedstrich. Alter. Nein, jetzt passt. Okay, perfekt. Okay, hast du eine Wunschdisziplin? Ja, ich will Eiskunst laufen. Ah ja, genau. Boah, das ist auch geil. Das können wir im Team machen. Eiskunst auf Traum? Klöpfen! Schau mal, wir sind Freunde, dann kriegen wir Abzeichen. Der musste so viel einsprechen. Hey, wir sind gute Freunde. Wir sind gute Freunde. Hier ist unser Abzeichen, unser Handshake-Abzeichen. Das ist unser Freunde für immer-Ring. Ich glaube, dafür musst du nochmal raus. Ach, und dann wieder Koop wählen? Ja. Doof. Dämlich. Ich wünschte, ich wäre noch schneller im Auswählen, damit das geht. Geile! Ja, Mann. Boah, da nehme ich aber auch Daisy oder so. Ich nehme Peach. Eben, das muss auch passen. Ja, oder ich will so jemanden wie Bowser dabei sehen. Wen nehme ich? Ja, komm, Bowser ist stark. Wie geil. Ah, schön. Die Stimme hört sich so hart nach Togo-Werbung an. Ja, doch. Ja, da hast du recht. Was würde der aber so enthusiastisch sagen? Gleich nach der Werbung! So, das kommt ja eigentlich nicht. Ja, da brauchen wir keine Anleitung, oder? Naturtalente. Nee, das sollte gehen. Mit Peach und Bowser machen wir das, ne? Ja, aber ich will die Sonic-Version auch. Wir machen beides. Ja. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch, weil es einfach zu stark ist. Diese Songs sind mega geil. Die Songs sind so nice. Ich habe übrigens... Das Symbol! Ist das offiziell von Olympia? Beziehungsweise Jalapeno ist eine kleine bis mittelgroße, ja, Mann, let's go, scharfe Paprikasorte. Da hast du recht. Nach der mexikanischen Stadt Xalapa, früher Jalapa, benannt ist. Ah. Stark. Hey, wie die Stimme auch das richtig ausspricht. Die hat Xalapa und dann Jalapa. Ja. Ja, voll krass. 6 Monate, genau das bist du nämlich jetzt, eine Jalapeno. Kamotori, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Was geht? Fucking Tails. Warte, so hochhalten, ne? Ich hab grad gar keinen Plan. Ja, so, glaube ich. Und dann muss man so drehen und so. Jetzt müssen wir es eigentlich lauter machen. Das müsste ich ein bisschen lauter machen. Wir lernen es jetzt einfach on the fly. On the ice. Ich bin Bowser, ne? Ja. Nein! Hab's nicht perfekt gemacht.
Schnapp ihn dir, Bowser. Den Powerstein, den wolltest du schon immer haben. Ich hab den Mario-Trailer gesehen, Bro. Oh mein Gott. Ich weiß, dass du es willst. Ich hab voll reingeschissen. Okay. War mir gerade nicht sicher, wer von uns reingeschissen hat. Du kannst da oben. Ja. Deinen Charakter sehen. Die Geräusche. Yeah, perfekt. Wir konnten drehen. Oh, das hasse ich. Das geht immer schief. Wortwörtlich. Ah, ja. Ich check's nicht. Was muss man machen, damit das nicht passiert? Ich bin da auch schlecht drin. Gegen Anlenken? So richtig doll? Eigentlich nicht. Eigentlich sollte es ja ausreichen, wenn man das gerade hält. Aber das nimmt gerade die Sensorleiste vielleicht nicht richtig wahr. Das macht sie sowieso nicht. Die ist ja nicht hier. Ja, aber auch meine zu Hause damals nicht. Das hat nie gut funktioniert. Nee, ich meine, das funktioniert eh nicht mit Sensorleiste. Diese Art von Motion. Ja, kann sein. Ich bin da... Also, raus. Die Sensorleiste macht nur das, wenn du den Cursor siehst, eigentlich. Du kannst übrigens, wenn man... Sie macht nichts anderes. Du kannst zwischendrin so Stunts machen. Let's go! Was? Wie? Einfach schütteln? Einfach nur irgendwie schütteln, aber mach das am besten... Oh, man kann sich umdrehen. Mach das am besten nur, wenn man den Charakter eh gerade nicht sieht. Das kommt auch genug vor. Was bist du für ein Profi? Alter, ich dachte, der Wump erwischt mich. Und dann kriegt man extra. Ich war mir gerade so sicher, aber auch so zerquetscht. Scheiße, ich bin voll kacke. Ich muss mal ein bisschen... Nee, zu früh ist auch blöd. Komm schon, den machen wir. Yeah. Den machen wir. Oh. Look at us. Strong. Look at us. Gut. Wäre das jetzt im Splitscreen, hätten wir gegeneinander gespielt? Nee. Ja, okay. Wir spielen dann schon alle gleichzeitig, aber wir kriegen halt dann immer unsere Punkte, die wir machen. Und Heimspiel. Unser Team kriegt halt immer unsere Punktzahl. Komm schon, Bowser, Heimspiel für dich. Ich will wieder so mal in Sonic bei Olympischen Winterspielen mit neuen Themes und so. Die kommen ja noch raus, oder? Die Sommer-Editions kommen noch raus, ja. Winterspiele gab's länger nicht? Ja. Ich glaube, Sochi 2014 war das letzte. Ja. Ich freue mich schon auf Mario und Sonic in Katar 2036. Scheiße, ja. Einfach Mario Strikers. Das ist halt auch voll unfair, weil das ist nicht... Guck, das ist ja voll... Oh! Das ist voll gut. Ich hab's hingekriegt. Ich hab so langsam so geneigt irgendwie. Warum auch immer. Man sieht's teilweise auch nicht, ja, was man machen so muss. Ist. Das ist super dumm. Boah, der Song. Was muss ich hier machen? Ah, McDonald's. Hä? Was? Keine Ahnung. Wann musste man jetzt den Cursor benutzen? Und die letzte Pirouette. Für die Standing Ovation. Hä, ich muss zur Seite machen. Und ihr alle nach oben, oder was? Ja! Ich hab doch nach oben, ihr habt's gesehen, oder? Ja, du hast es doch gemacht. Er hat ihn einfach nicht angenommen. Fake. Yo, Bowser macht so ein Salto. Schön. Erster. Ja, aber du hast abgeräumt, das fuck. Ich bin so scheiße, ich bin schlechter als Tails und Donkey Kong. Ja, Bowser ist hier aber auch nicht der stärkste Charakter. Ach, Bowser ist graziös, ist fuck. Kannst mir nichts erzählen. Nee, das habe ich nicht behauptet. Wollen wir jetzt Mario-Charaktere in Sonics Welt nehmen? Team Bowser. Nee, andersrum. Wir sind ja Mario-Charaktere in Mario. Ja, und ich will jetzt Mario-Charaktere immer noch weiterhin dann in Sonics Welt nehmen. Dann machen wir das. Ich nehme nochmal Bowser, kriegst eine Redemption. Nee, Eggman. Eggman und Eis muss man gesehen haben. Eggman und Eis. Also, wenn der eine Pirouette dreht, der ist dafür gemacht. Der ist Körperbau her. Ich glaube, in Eiskunstlauf ist Fertigkeit gut. Das, was Peach ist. Und Eggman ist auch Fertigkeitstyp. Also, ja. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, ich sehe das bei ihm. Also, stell dir mal Eggman vor, der so eine Pirouette macht. Das ist so voll. Das macht voll Sinn. Dann streckt er noch so ein Bein aus. Der ist voll geeicht. Sein Mittelpunkt ist so. Straight in seiner. Der ist voll geeicht. Sagt man das so? Ich weiß nicht, noch nie gehört. Johnny Mario Sonic in Rio war schon Mario Strikers. Ja, bei den normalen Sportarten gibt's... Oh, bei Mario Sonic gibt's ja auch immer Fußball und das war immer so scheiße. Nochmal? Oh, Schneeballschlag Traum. Ja. Eiskunstlauf Traum. War Schneeballschlag geil oder habe ich das so... Schneeballschlag war ganz spannend, glaube ich. Mag ich einfach eine Schneeballschlag im echten Leben. Dann nehme ich jetzt... Dann... Nehme ich jetzt. Nimm auch irgendeinen Sonic-Charakter. Ja, dann... Nee, ich mag die, ne? dann Blaze. Dann nehme ich Blaze. Sie ist auch
Blaze klingt schon so nach Eiskunstlauf, finde ich auch. Here we go. Was heißt denn Blaze nochmal? Das irgendwas mit Feuer. Ja, set a blaze. Feurio, meine Freunde, Feurio. Nee, Glut ist Ember, ne? Ja. Lohe? Ja, Lohe. Einfach Junge. Nur Lohe. Oh, geil, oder? Das ist so cool. Let's go. Gönnen wir uns. Ja, Lohe dann, to set a blaze, set irgendwann anzünden. Wir kriegen jetzt den Mario-Film, irgendwann kommt Mario und Eis. Ich sag, wie es ist. Mario kriegt noch Musical und dann irgendwann noch Eis. Ja, wir sind so kurz davor. Mhm. Es regnet. Das könnte in unserer Timeline passieren. Was soll das? Wieso sind wir denn jetzt schon auf dem schlechtesten Platz? Wir müssen doch erst noch spielen. Die anderen haben halt schon gespielt, wir sind die Letzten. Team Dr. Eggman Team mit Dr. Sonic Eggman. Drin einfach. Jetzt hab ich gespürt. Ja! Das passiert. Das sieht man in der Cam meistens eh nicht. Nein! Oh. Hä? Hä? Alles gut. Bin ich da? Ja, warte mal kurz. You sure? Die sind auch beide voll. Lol. Die hat einfach nur disconnected ohne Sinn. Ich hatte gerade so Angst, dass wieder die Batterie leer ist, Alter. Das wär's jetzt gewesen, meine ne? Fresse. Yeah! Ja. Ah. Haben wir beide denselben Fehler gemacht, wa? Und warum hast du trotzdem mehr Punkte als ich? Das ist eine gute Frage. Das ist die Gender Gap. Der kriegt halt einfach mehr Punkte für denselben Job, der Eggman. Boah, ich krieg einen Chaos Emerald, what the fuck? Jo, Eggman hat alles erreicht. Wir sammeln die Chaos Emeralds. Was ich je haben wollte. Perfekt. Boah, jetzt habe ich dazu gelernt. Ich bin grad viel besser als mit Bowser. Der hat wirklich Fähigkeit einfach. Ja. Fertigkeit. Wie heißt das? Fertigkeit. Ich sehe nichts. Ja, du bist auch nicht dran. Ja, okay. Ja, ich dachte kurz so offscreen könnte auch was sein. Ich will das hier wirklich gut machen, okay? Ich will in der Eiskunstlaufschule angenommen werden. Jo. Zwischenboss. Ich habe auch in beiden Versionen halt den Antagonisten gespielt. Das macht schon Sinn. Ja, stimmt. You did. Oh. BNS für Sonic. Hä? Ich habe das Gefühl, kann man da überhaupt was machen? Du hast es irgendwie richtig ja. gemacht. Man kriegt da null Feedback für, habe ich das Gefühl. Brrr, let's go. Yeah. Yo. Ach so, und jetzt schütteln oder was? Ja, kriegst du dann Punkte? Du kannst das jederzeit machen, aber ich empfehle dir das halt immer dann zu machen, wenn man den Charakter eh gerade nicht sieht und nicht verkacken kann. Weil, wenn du zwischendrin schüttelst, aber eigentlich ne Übung machen sollst, ja. Kann sein, dass du dann das Timing verkackst. Next Sense. Und du gerade? Halt die Fresse. Oh, was passiert denn jetzt? Jetzt schmilzt einfach das Eis. Weil. Wie heißt der Chaos? Ja. Junge. Ich habe so spät gecheckt, dass die Chaos auch ja. Chaos sind einfach. Ja, das ich aber auch. Gleich geschrieben. Super spät. Ein Chao. Bro. Excuse me. Ich bin doch da. So. Du bist doch angemeldet. Das sind diese Second-Hand-Lieferbedienung. Oh mein Gott! Hä? Ich hab's doch geschafft! Yeah, let's go! Das hat bei mir gerade echt nicht angenommen. Stark, die habe ich neu gekauft. Das heißt, die ist auch schon wieder broken. Ich habe keine einzige gute Lieferbedienung in diesem Haushalt. So ein Haushalt will man einfach nicht haben. So scheiße. Easy. Boah, ich habe so viele Perfekte diesmal. Jo, er macht einfach so einen Bauchklatscher. Greift an! Boom! Siehste? Hab's jetzt raus hier! Rhythmusgefühl. Ich hab keinen Rhythmus. Hab keinen Rhythmus. Das ist gar keinen Rhythmus. Ich kenn das, ich weiß, was das ist. Das finde ich jetzt ein Fab. Ja! Boah, guck dir Eggman an, wie er die Pirouette macht. So, dann geht's gleich wieder. Ja, jetzt komm schon. Nein! Nein! Oder wir haben das Timing verschissen vielleicht.
Nee, eigentlich nicht. Let's go! Eigentlich nicht. Ja, passt so. Ja! Nee. Boah, bist du krass. What the fuck? Wieso bin ich wieder schlechter als alle anderen? Ich war nicht kacke. Was ist hier los? Das hat vielleicht auch mit der Endpose was zu tun. Ey, ich hab mich so gut gefühlt. Ja, hä? Wie mit der Endpose? Du warst ja trotzdem die Allerbeste. Ist doch verarsche. Fuck, Chaos lebt noch. Pick mal beide Eggman. Der Name von dem zweiten ist besonders. Wait, geht das? Das geht? Das wusste ich nicht. Okay, das probieren wir aus. Heißt er dann Doc? Boah, Imagine Robotnik oder so. So. Dann haben wir beide unseren Favorite Pick gehabt. Was muss dabei sein? Wir sollen auf jeden Fall Bob fahren, weil das gerade neu rausgekommen ist. Ja. Das haben wir gerade freigeschaltet. Ist gerade neu rausgekommen. Als DLC. Und das Release Day. Da müssen wir erstmal direkt testen. Sportart auswählen! Kann sein, dass die Comps immer so gut sind wie die menschlichen Spieler im Durchschnitt. Ach so, und wenn ich dann so viel schlechter bin. Nee, dann reicht es ja, wenn einfach nur einer besser ist, dann sind die immer dazwischen. Das wäre so lame, wenn das so wäre. Also, wenn ich alleine, also wenn man alleine Teammodus macht, dann haben die Comps immer genau die gleiche Punktzahl wie der Spieler. Und hier ist anscheinend unser der Durchschnitt zwischen uns. Was ist das jetzt? Digga, kann der Typ mal die Fresse halten? das ist jetzt Bob. Bob-Traum. Bob. Bob-Fahren. Bob ist das eine, eins der Fahrzeuge, auf denen Barney Stinson noch keinen Sex gehabt hat. Aber gerne haben möchte. Das war Teil seiner Liste. Ich nehme Bowser. Ein Vierer-Bob. Lass mich nicht hängen, wir gucken gerade How I Met Your Mother. Hast du es verstanden? Was denn? Das mit Barney, wo er meinte, ja, ein Vierer-Bob ist noch eins der Fahrzeuge, wo ich noch nicht Sex drauf hatte. Und ein Surfbrett gehört gar nicht erst dazu. Ja. Und ich habe erst gar nicht gecheckt, was ein Bob ist, bis ich gedacht habe, oh, das ist fucking Wintersport-Bob. Ach so. Das, was man in der VOG-WM nicht benutzt. Wen nehme ich denn hier? Wer ist denn stark für den Schild? Let's do this. Oh, das sieht cool aus. Ja, das ist geil. Geil. Geile. Wir müssen uns jetzt eigentlich so hinsetzen. Wir müssen anscheinend so machen. Mhm. Wir müssen beten. Und dann was soll das sein? Mhm. Machen wir. Ich meine, ist das nicht Olympic Winter Games? Was jetzt? Nein, der heißt... Oh ja! Wir hätten jetzt zweimal Eggman nehmen müssen. Heißt der wirklich... Ich weiß nicht mal, ob ich das auch aussprechen sollte auf Twitch. Ich habe da auch Angst vor. Der andere. Der ist in vielen offiziellen Spielen, ja. Johnny Bob, du Bob hast nicht gecheckt, was ein Bob ist? Schwach. Wieso bin ich... Wieso immer Luigi? Ja. Ah, ich glaube... Wir sind noch im Team. Ah, richtig. Ja, ist doch geil. Ah, hast du Waluigi genommen? In dem Fall? Ja, hab ich. Ja. Bei dem Spiel fühle ich das nicht, gegeneinander zu machen, weil man halt auch gleichzeitig in die Richtung geht. Und voilà, weil ich dich halt durchcarryen muss. Ey, was? Schütteln? Ja. Oh, perfektes Timing. Alter, wir sind so. Rein da! Und jetzt. Und jetzt hochkant halten? Jo, ja. Was? Ja. Waluigi Pinball. Das ist voll geil. Sieht so stark aus. Unsere Icons. Siehst du mal, jetzt müssen wir uns auch absprechen. Das ist cool. Das ist cool im Kopf. Jo, was geht denn hier ab? Bällebad. Was geht denn hier ab? Die Bällchen habe ich gar nicht in Erinnerung. Das ist ja übelst satisfying. Das ist dieses Sonic-Minigame, glaube ich, aus irgendeinem 2D-Teil. Bro. Ey, komm. Das check ich nicht. Nerv doch nicht. Weil du bist ja immer angemeldet, sobald wir das haben. Ja. Hallo. Digga. Spam einfach A. Also, ich habe noch eine andere Wii-Familie, habe ich noch. Also, wir könnten gleich mal gucken, dass die vielleicht doch funktioniert. Bro, Chat, ich habe die neu gekauft, extra für diesen Stream. Was würdet ihr an meiner Stelle jetzt machen? Wo kriegt man gute Wii-Verbindungen her? Ich check's nicht. Selbst Konsolenkosten und so finde ich voll schwierig, da ranzukommen. Ah. Nein, oh Gott, das sollten wir nicht. Ja, Scheiße, okay, das sah, wir uns absprechen sah so verlockend aus. Wo fliegen wir hier eigentlich durch? Bro, das ist ja so nervig. Ja, das ist echt nervig gerade. Ja, wir machen gleich mal die Batterien nochmal neu rein. Ach, stimmt, das stimmt. Das können wir zuerst ausprobieren. Hallo! Die nerven gerade voll das rum. Was rammen die uns hier? Hallo, sogar in der. Während das weggeblendet war. Okay, machen wir jetzt. Okay, ja. Das könnte natürlich schon reichen.
Aber die verliert halt nie die Verbindung, sondern du kannst immer instant wieder A drücken. Das ist ja super dumm. eBay Kleinanzeigen. Ich struggle damit halt, Wii-Verbindungen zu finden. Warte, ich tausche dir mal eben den Platz. Vielleicht ändert das was. Oh Mann, ich wette, es liegt an der Quali der Fernbedienung selber. Einmal Qualitätsware bekommen, wirklich. So, da rein? Nee, oder? Ich würde es denen zutrauen, dass man sowas berühren soll. What? Ah ja, stark. Fuck. Wir müssen uns besser absprechen. Ja. Okay, wir müssen wie Bob-Fahrer halt. Ja. Und dann müssen wir so... Ja, Mann, let's go. Ja. Weil dann machen wir vielleicht das Gleiche. Wobei, nee, jetzt steuere ich eigentlich nur dich. Nein, wir kommen ja gar nicht voran. Was? Das wäre ja auch noch Wir wurden ins Mario und Sonic gemario-kartet. Habt ihr es gesehen? Wo kommt der Blitz? Wieso gibt's einen Blitz? Ja, weil es hier Items gibt und wir haben nur so ein Fake-Item. Schau dir das an. Ja, können wir es mal ablegen? Es ist ein Fake-Item, ja. Wir probieren nach der Disziplin die andere Fernbedienung. So, ich hab's abgelegt. Wir sind aber eh Vierter, also wird da keiner mehr reinfahren. Ja. Oh, komm schon! Oh mein Gott! Wieso sind wir die ganze Zeit so nach links und auf die Frames schon wieder? Oh mein Gott! Oh no! Mein Gott. Wie haben wir diese Items verpasst? Wo willst du hin? Links, rechts? Komm, wir müssen es laut sagen. Okay. Ich hab halt Rechts-Links-Schwäche, ne? Ich auch! Okay, wollen wir gleich nochmal? Das ist eine gute Voraussetzung. Ja, komm, wir machen das nochmal. Nochmal? Ja. Wir können auch das normale Bob-Rennen einmal machen. Weil das Traumding fand ich jetzt gar nicht so krass mit den Items und so. Das ist ja trotzdem nur geradeaus. Basically. Ja, aber das ist doch traurig. Ja, okay. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das können wir so noch nicht stehen lassen hier. Wird da ein Nunchuck gebraucht? Kann sein, dass der Anschluss nicht mehr fest drin ist. Also wir haben keinen Nunchuck dran. Wait. Ich habe halt auch noch Dings drin. Könnte ich mal entfernen. Aber meine Fernbedienung ist, glaube ich, nicht das Problem, ne? Nee, es ist immer Nummer 2. Wollen wir die andere ausprobieren, oder? Was denn? Andere Fernbedienung? Ja. Dass wir die Batterie da reinlegen. Von mir aus. Das ist eine Original... Nee, das ist nicht. Meine ist die Original Nintendo. Die originale Nintendo. Ja, ich habe von den drei Wii-Verbindungen, die ich früher hatte, habe ich jetzt eine noch übrig. Und ich finde es super sad, weil ich habe die eigentlich nie bewusst verloren. Also, das klingt so, als wäre es Absicht. Ich meine, ich kann mich einfach nicht erinnern, wann die verloren gegangen sind. Irgendwann hatte ich nur noch so wenige. Es gab nie diesen Moment von wegen, ah shit, ich habe die Wii-Verbindung mit meinem Kumpel vergessen oder so. Ich glaube, eine davon habe ich in dem 24-Stunden-Stream gegessen. Komm, mach du weiter. Ich bin schon durch für heute. Nom. Bruh. Okay, okay. Jetzt aber dann gegeneinander? Das könnte man machen. Ja. Okay. Abtime einfach nur, wie lange bin ich schon? Wie lange streame ich, dass ich jetzt schon so fertig bin? Dankeschön! Das Turbo-Abzeichen. Turbo-Abzeichen. Weißt du, das ist nicht einfach ein normales Abzeichen, das ist ein Turbo-Abzeichen. Ja. Verliehen fürs Beenden von Bob Sport Traum und das Sammeln von über 100 Bunten. Ich freue mich schon auf das Omega-Abzeichen. Von über 100 bunten Bällen. Oh, 100 bunte Bälle. 100 Kaugummis. Boah, Wii Balance Board wird wild. Das habe ich nie, ich glaube, das habe ich nie gemacht. Versus. Traumdisziplinen! Bobsport, Traum! Dieser Mann, der liebt seinen Job. War Luigi gut für die Scheiße? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich nehm. Mach Zufall. Fucking Silver, okay. Okay, kann man machen. Ich hab noch ein paar originale Filme. Mach mir ein Angebot, Herr Jonas. Jetzt muss gefeilscht werden. Starten wir mal ganz, ganz simpel bei 5 Cent. Das wäre ein angemessener Preis, finde ich. Ja, du musst schon sagen, was du haben willst. Von da kannst du mich hochpushen. Kennst du das noch, Turnus Gate? Aus welchem Game ist das? Das ist was? Ja, aus irgendeinem Sonic-Spiel, oder? Wahrscheinlich ja, aber sag mir nichts. Das ist das hier.
Ja, aber... Sieht aus wie Unreal Tournament. Nee, keine Ahnung, ich hätte ja gesagt, dass du's... Hast du Sonic-Spiele gespielt? Ich habe nur Sonic Colors für die Wii mal gespielt. Oh, was? Mhm. Das ist auch das eine, was ich gespielt habe. Ja, also, darüber haben wir aber schon gevibed, dass das witzig ist. Oh. Ja, aber nicht on-stream, deswegen muss man die Gespräche nochmal faken. Okay, 5 Cent ist schon ein bisschen viel. Wie wär's mit 400 Euro? Ist fairer. Oh Gott, wir sind... Nee. Oh. Ich bin... Wait, ich glaube, deine Wii-Familie ist kaputt. Ich glaube, du hast viel schneller geschüttelt als ich und es war... Ey, das ist so ein Pain. Das hier geht aber. Okay. Oder? Nee, ich glaube, ich hab... Ja, und das ist nämlich die Scheiße. Deswegen hatte ich eine neue Wii-Familie gekauft. Damit das funktioniert. Nein! Fuck! Ja, der driftet voll. Der driftet. Ich hab... Wir haben Wii-Verbindungsdrift. Nice. Nein! Hä? Oh Mann, was ein Pain. Wollen wir tauschen? Ich kann halt echt nur in die eine Richtung fahren. Ja, okay, warte, ich will das einmal kurz testen, wie das ist. Wenn wir die... Warte, wenn wir sie unter... Wenn wir jetzt andersrum anmelden, dann können wir den Charakter behalten. Also wenn du jetzt 1 und 2 gedrückt hältst. Und dann komme ich. Oh, geiles Geräusch. Oder? Macht das überhaupt? Weil das ist die er ist schon kaputt. Ja, schon. Das ist schon die Verbindung, die auch so vor sich hin quietscht. Immer wenn sie vibriert. Oh shit, jetzt bin ich auf der... Nee, wir sind derselbe Charakter, ne? Ja. Ja, oh mein Gott, bei mir ist gerade ultra dead. Hä, nein. Wir haben jetzt auch den Charakter getauscht. Wir haben den Charakter. Ja, das ergibt ja, doch voll okay, Sinn. Das ergibt Sinn. Ja, das ergibt komplett Sinn. Was habe ich gedacht, was wir gerade machen? Ja, und das ist okay. Bei mir einfach guck immer auf, noch so. Guck auf Silver. Ja. Ja, stimmt. Ich wollte ja die Wii-Verbindung tauschen. Junge, das war die eigentliche Idee. Wie dumm. Wir mussten ja im Real Life auch noch die Verbindung tauschen. Sonst hast du doch dasselbe Problem. Ich bin Letzte. So, jetzt bist du aber wieder Bowser Jr. Warum warst du so bad? Ja, ich habe da erst nicht hingeschaut. Nee, du bist jetzt schon wieder vor mir. Ich sehe dich da oben an der Decke fahren. Hast du immer noch das Problem? Weil es geht voll. Deine Wii-Verbindung ist gerade voll okay. Okay, dann mache ich vielleicht was falsch. Also, ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist die Steuerung auch einfach... Oh, die ist halt auch versetzt so an sich. Das ist ja halt ein Bob-Schlitten, weißt du? Muss erstmal dein Gewicht verlagern. Die Scheiße machen wir jetzt nicht nochmal. Nee, das sieht auch optisch voll schrecklich aus. Kann ich mal irgendwas... Fucking Blitz! Natürlich ein fucking Blitz. Oh, ein roter Panzer, als ob... Weg! Verpiss dich! Amy! Was für ein Ding? Hast du einen Stern, Junge? Ja, ich hab einen Stern. Oh, ich auch! Hä? Seit wann? Wieso hab ich jetzt einen Stern? Digga, ich raff gar nichts. Ich glaube, ich hab nicht richtig aufgepasst. Ja, das ist andersrum anmelden müssen und gleichzeitig wie muss tauschen, haben wir jetzt gemacht. Okay, let's go. Ja, das war gerade ein bisschen dumm. Ja, komplett Brainfart, Alter. Das ist aber auch verwirrend. Ja, scheiß mal auf Bob. Nee, for real. Für wie viel würde man so wie viele Millionen kaufen? Wenn die noch funktionieren. Weil anscheinend sind sie selten geworden. Ansonsten hätte ich halt Bock für 20 Euro eine zu kaufen. Weil du kriegst halt noch neue für 20 Euro auf Amazon, aber nicht von Nintendo. Ansonsten nehme ich nächstes Mal einfach meine mit. Fick dich, Luigi. So wie ich es früher gemacht habe, wenn ich meine Girls besucht habe und wir zusammen Wii gespielt haben. Yeah. Hatten wir immer eine zu wenig. Ja, ich habe es auch so gemacht. Und deswegen habe ich jetzt nur noch eine von drei. Weil die wahrscheinlich immer bei irgendwelchen Freunden halt geblieben sind. Ich hatte immer nur eine Fernbedienung für mich halt, weil ich hatte ja auch keine Geschwister oder so, mit denen ich spielen konnte. Hatte ich immer nur die eine. Ja. Und man hat sich dann halt abgewechselt, wenn es sein musste. Und ja, dann hatte ich eine Wii U. So. Und dann noch mal eine neue. Mein Beileid, dass du eine Wii U hattest. Das wünscht man niemandem. Wollen wir noch eine normale Disziplin machen? Wollen wir nur so beim Traum bleiben? Weil die sind schon stark. Ich finde die ja voll. Ja, die sehen voll gut aus, ne? Aber ich habe das Gefühl, einmal so ein Schneefeeling wäre noch cool, weil... Ich glaube, Schnee... Skispringen war auch ein bisschen wild. Skispringen war... Machen wir auf jeden Fall. Okay. Weil das ist so Galaxy angelehnt. Oh, okay, ja. Machen wir auf. Dann machen wir jetzt aber... Ich gehe hier rein. Ich gehe noch hier rein, Alter. Let's go. Knochenbowser. Yo. I remember.
Amanda. Wo ist der doppelte Eggman? Oh nee, das okay. konnte ich nie gut. Das ich hoffe, wir denken beim nächsten Mal dran. Hässlich zu steuern und jetzt sowieso. Weil dann spricht wenigstens der Ingame-Sprecher das aus. Was hast du gesagt? Das konnte ich nie gut. Also es fiel mir immer schwer, das zu steuern und jetzt sowieso. Jetzt ist es noch die bessere. Man weiß nie genau, ob es meine Wii-Verbindungen sind oder das Game. Das ist seit Monaten mein Problem mit Wii-Spielen. Deswegen, das sieht voll gut aus. Sieht so gut aus. Barry Ninja, Dankeschön für 5 Monate. Prime Sub, bleib im Team und im Stream. Vielen Dank für die Unterstützung, was geht? Süß. Was macht Luigi für einen Breakdance? Der fühlt's richtig. Sieht aus wie eine Maya. Was ist dieses Outfit? Maya. Yeah. Warte, wer bist du? Bowser oder Tails? Ich bin Tails. Let's go. Warte, musste man... Das ist anders als... Ich weiß auch nicht mehr, wie es geht. Muss man das aufrecht halten? Nee, man muss so Schuss fahren, so, ne? Hey, das ist voll geil, das ist doch wie Mario Kart. Ich bin so schlecht. Ach, komm schon! Hätte ich dir so gegönnt. Wow! Aus dem Weg! Oh! Fucking Z? Wie hast du das... Ein Herzchen! Ach, komm schon. Ein Herzchen? Ich bin nicht hoch genug gesprungen. Es sind wieder wunderschöne Frame Drops hier. Oh, verstehe, das ist die Green Hill so, aber sie wird mit. Let's go! Sie wird mit. Fick dich! Mit Schneekanonen. Boom! Zu einem Winterwunderland der wohlig weißen Wonnen gemacht. Wo die Sinne berauscht werden. Ah, fuck. Und die Herzen im herrlichen Weiß höher schlagen als je zuvor. Nein, doch nicht da. Geh da hin. Genau da. Ja. Digga, diese Frames. Ja, genau da. Das. Oh mein Gott, Ja, genau da. Oh nein! Bowser, verpiss dich mal! Ich hab gar kein Gefühl mehr hierfür. Nee, ich verstehe. Oh mein Gott! Verstehe auch nicht genau. Ich verstehe nicht, was sich lohnt. Schuss fahren oder. Meine Wii Family quietscht halt auch wieder so rum. Nein, ich verpasse jedes Item. Wirklich? Oh mein Gott! Die kommt ziehen uns so ab. Was soll das? Wo bist denn du? Ja, ich bin nur auf dem Trick. Ja, exakt! Und jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Es ist alles gut. Weißt du, wie oft ich das Ding schon gegen den Schreibtisch geworfen. Ich bin Erster! Wieso sind wir alle hier? Go! Die haben voll reingeschissen. Ich war gegen den Kreis. Fucking Bowser! Was ist hier los? Ah! Da kommen so Dinger! Vorsicht! Jetzt auch hier ist kurz vom Ziel noch so. Ich bin krass, ich schaff's! Ich kann dir noch abkürzen, ich kann boosten. Scheiße. Dir ist klar, dass wir direkt hinter dir sind, ne? Ja. Ja, ich will wieder wie aber ich schaff Mario das Kart schön lol, an den Items vorbeifahren. Lol, ich werde so hart geboostet, das ist so unfair. Nein, wieso habe ich den Boost nicht bekommen? Ja, Mann, let's go! Ich bin Erster! Woo! Oh, ich schwitze. Es ist anstrengend. Man ist mit vollem Körpereinsatz dabei. Guck mal, den Loser. War Luigi einfach 10 Sekunden hinter uns. Yeah, Knochen Bowser Johnny. Schau ihn dir an. Sieht aus, als hätte er so einen Kinnschutz. Ich liebe auch, wie mein Mii da so reinguckt auf dieser Zwischensequenz. Yeah. Tails! Ich verstehe vor allem nicht, wie er das immer hinbekommt, was jetzt... Der macht nicht mal einen Sound. Einfach nur... Nee, der macht nix. Ich mag diesen Johnny. Oder? Der ist nicht so nervig. Hey Jonas, ich sehe 3 Original Wii Remotes mit Nunchucks für insgesamt 25 Euro auf Kleinanzeigen at the moment. Kleinanzeigen ist doch bei dir in der Nähe, oder? Das bringt mir das was? Oder ist Kleinanzeigen all... Also so also kann ich mir Kleider, das... Kleiderkreisel. Kleinanzeigen ist... Ja. Können die mir das dann auch schicken, einfach? So aus ganz Deutschland? Komm, wir machen... Ach, wir können auch die Computergegner auswählen? Okay, wir machen 4 Eggmans. Können die Eggman? Ich kann nicht. Hey, man kann nicht 2 Eggmans auswählen, ihr habt gelabert. Geht nicht. Vielleicht gibt's den als Secret Character oder so? Nee, das wäre mir neu. Oder wenn man per Zufall noch Eggman bekommt? Ha. Ich bin in Dänemark aktuell, wäre komisch. Nee, dann stimmt das so, aber...
Aber klar, kannst dir schicken, oder? Du machst einen Roadtrip. Ich schau nochmal. Ich dachte halt, jetzt hätte ich das Problem schon mal ein bisschen gelöst, weil ich eine neue Wii-Fit-Bedienung habe. Und die ist immer noch ein Problem. Ich raste wirklich aus. Oha. Okay. Sicher, dass der nicht overpowered ist? Also, der zweite Eggman, der ist ein Villain. Auf jeden Fall, der ist ein Rivale im Story-Modus. Von Eggman? Der zweite Eggman, ja. Ist ein Rivale von Eggman? Nee, der ist allgemein. Gegen den macht man eine Disziplin. Ach, in diesem Spiel? Ja. Ah, ja, ich wollte gerade sagen, weil, der ist doch eh ein Villain. Oha! Galaxy's Back, Chat! Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht mehr, wie es aussieht. Boah, geil. Geile. Schön. Eggmans Hose. Schaut ihn euch an. Die Map ist so genial. Es ist so ein cooles Spiel, Mann. Galaxy hat schon wieder sein Comeback. Ich kann von dem Spiel einfach nicht lassen. Wieso ist immer Luigi dabei? Warum nicht? Weil er der Heilige gerade der Vollidioten ist. Ich habe so damit gerechnet, dass wir beide gegen den Schreibtisch hauen, ne? So zeitgleich gerade einfach. Haben wir das gerade gleichzeitig eingesetzt? Will man hier die 30? Ist das das Höchste? Man will eine hohe Punktzahl. Ja. Ich meinte, ob... Fuck! Ich meinte, ob's... Da zum Beispiel, das ist nämlich eine 50. Ich wusste, es gibt noch was Krasseres. Warte mal. Zack! Oh, holy shit, was ein Chaos! Hab ich was weggeschnappt? Ja. 50! Let's go! Oh, ich das ist auch eine 50. Wieso seid ihr schneller? Schnapp ich mir, weil ich ein Item eingesetzt habe, das mich schneller macht. Boah, Junge, bin ich krass. Zieh ich ab. Au. Oh, das hat wehgetan. Rosalinas Eisplanet ist hier. Guck mal. Nein, das ist die Dingsgalaxie. Yeah. Oh, mit den Magneten. Für mich sieht das immer aus wie... Was? Wieso werde ich automatisch hier lang geleitet? Die kann das sogar, Galaxie. Ja, Mann. Au, das klang so schmerzhaft. Oh Mann, ich bin gerade so... Ja, weil ich denke halt, ja... Are you okay? Geh mal einen Schritt zurück. Nein, doch, das haust du da doch gegen. Ich habe das nicht gesehen, wie deine Finger so um den Schreibtisch herum manövrieren gerade. Du brauchst Bewegungsfreiheit. Ach scheiße, hier muss man so komisch landen. Sonst hat man übelst reingeschissen. Oh nein, der fährt ja weiter. Och Mann, was? Scheiße. Scheiße, das hat auch alles kaputt gemacht. Oh ne, war easy. Du hast, ja. Easy win. Der hat Übung, weil er es letztes Jahr schon gespielt hat. Okay? Das stimmt natürlich. Ja, das stimmt auch. Aber ich bin Zweiter, guck mal. Johnny einfach out of this world, ich bin richtig into it. Geil! Alter, 540 Punkte, schlag das erstmal. Ihr sollt jetzt nebenher spielen und das besser machen als ich und mir auf Twitter schicken. Ich glaube, das packt man nicht. Das war wild. I am the Eggman. It's what I am. Ihr macht das eh besser. Eggman. I got the master plan. Ja, ich hab doch übelst reingeschissen am Ende. Ich bin sogar runtergefallen. Das Landen üben wir nochmal. Ey, diese geile Shopping-Card. So eine richtige Premium-Gold-Card. 365 Tage umsonst bei McDonald's essen. Ja, die Punkte, da hätte ich gern einmal in Euros. Mhm. Ne? Und dann wird oder reingeschafft. In McDonald's besuchen. Was können wir uns? Ja, was hatten wir denn noch nicht? Skicross? Ich weiß nicht, was... Guck mal, ich habe ja das Spiel neu gestartet und was freigeschaltet, ne? Meinst du, wenn ich das Spiel jetzt nochmal neu starte, schalte mir was frei? I am the Walrus Gugu Gejob. Was? Ah, shit, es könnte natürlich was aus dem Sonic-Dub sein, den ich zu wenig gesehen habe. Sven, vielen Dank für 10! Bleib im Team und im Stream! Bleib beim scharfen Essen, ich grüß dich. Hi. Sven, was geht? Hi. Ist das Walrus einfach nur so, das ist eine Anspielung? Winterspiele. Wollen wir ein Sportfest machen? Nee, Sportfest war so übelst lang! Stimmt, das habe ich voll bereut, dass ich das gemacht habe, glaube ich. Oh Gott. Sportfest geht auf jeden Fall. Los nicht. Ein bisschen. Wir machen heute noch eine Mario Party, oder? Mindestens. Eine mindestens. Können wir machen, dann ja. Dann müssten wir langsam sogar gar nicht mal mehr so viel hier zeitlich machen, sonst kommt es gar nicht mehr hin. Wir wollen nämlich noch die Rotten Mushries raiden. Mhm. Short Track. Ist auch geil gewesen, glaube ich. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Oder?
Was war denn das? Was ist ein Short Track als Wintersport? Das ist, wenn man, ich glaube, das ist ein Staffellauf, nur mit Schlittschuhen. Ich dachte gerade kurz, das ist so lang. Ich wollte so sagen, ist das Langlauf? Es ist so Short Track. Es könnte nicht mehr das Gegenteil von Langlauf sein. Dann bin ich mal Daisy. Gönne ich mir noch mal. Ja, dann mache ich das. Das sieht cool aus. Doch, ich glaube, das habe ich gemacht. Das ist ein Song von den Beatles. Hey, ich dachte, du spielst darauf an. I am the Eggman, it's what I am the Eggman. Das ist ein echter Song, der wurde irgendwie für irgendein Sonic-Spiel geschrieben. Das habe ich zumindest gemeint. Sorry, dass ich keine Beatles-Anspielung für dich gemacht habe. Sie hat tatsächlich recht, ihr müsst anscheinend Festival-Modus für Eggman spielen. In einem anderen Mario und Sonic ist das mit einem zweimal selber Char auswählen. Okay, ja, dann ist es vielleicht in einem anderen Game so. Ja. Ich glaube, im ersten, ich habe das Gefühl, ich habe es ja diesen Sommer gespielt, dass ich das da auch machen sollte. Also, ich hatte aber keinen zweiten Spieler und ich glaube, deswegen habe ich es nie ausprobiert. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wäre es mir schon mal empfohlen worden. Du hast es im Sommer gespielt? Mal in Sonic bei Olympischen Spielen. Also nicht Winterspiele, sondern Sommerspiele habe ich diesen Sommer gemacht. Kann sein. Das weiß ich gar nicht mehr, lol. Ich meine, du warst dabei sogar. Wahrscheinlich war ich dabei, ja. Oder zumindest hatte ich dir vorher gesagt, yo, ich spiele das heute und du so, yay. Das ist ja toll, Schatz. Da freue ich mich ja drauf. Hä? Also wenn, dann nein, natürlich hast du dich. Scheiße, jetzt habe ich's. Ja, das war alles psychologische Kriegsführung. Nein, schnapp mir das Item weg. Yo, das ist ja viel geiler als Ski. Das ist viel mehr so wie Mario Kart. Da kann man richtig so tryharden. Waluigi schwimmt durch die fucking Luft. Das ist sogar ein bisschen wie hier so, nicht Todesfabrik. Das sieht ein bisschen aus wie Koopa Großstadtfieber. Warte, was muss ich hier machen? Wieso bin ich so scheiße? Oh Gott. Starmiline, vielen Dank für 16 Monate! Ich hab keine Ahnung, da hätten wir uns echt vorher mal angucken sollen. Nein, das ist für Loser. Okay, zack. Wenn du das sagst. Und warum hat Peach mich jetzt überholt? Weil wir Loser sind. Au. Oh. Junge, diese Frames! Ich hätte nicht gedacht, ist das Spiel auch so verreckt, wenn man es im Singleplayer spielt? Ich check's halt gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich so weit außen bin. Wie außen? Also ich drifte gar nicht. Jetzt drifte ich. Boah, warte da mal, muss ich ja richtig. Warte rein. Mal, welchen. Auf welchen Charakter guckst du? Ich guck auf Silver gerade. Okay, dann ist richtig. Ich dachte gerade kurz, wir haben uns beide irgendwie verwechselt oder so. Nee. Okay. Oh yeah! Ich bin halt auch super scheiße gerade. Also bei mir könnte man denken, ich guck falsch. Was bringt mir denn hier hin? Ich dachte, man denn hin? Oh lol, die Bombe hat übel was gebracht. Ja, die Steuerung zu wissen wäre, glaube ich, angebracht gewesen tatsächlich. Mach doch, nimm doch das Item. Wie, ich darf nicht so weit lenken. Aber dann kann ich nicht eng genug die Kurve nehmen. Der verbietet mir die ganze Zeit so zu lenken, wie ich lenken will. Der lässt mich das nicht machen. Temposperre am Arsch, Alter. Warum bekommt... Das ist ein Sonic-Spiel. Sonic kennt keine Temposperren. Da werden die Speedbombs als Rampen genommen. Krieg euch noch. Jetzt hole ich euch alle. Ich kann euch da vorne doch sehen. Ich kann euch doch schon schmecken. Ja, Mann, Knuckles, let's go. Da hat Sonic innen vorbeigezogen. Es fehlt nur noch Nicole, let's go. Schneller. Bowser, do your thing. Alter, als ob ich noch Zweiter wurde. Let's Junge, go. ich krieg doch Muskelkater davon. Ja, heute sind wir sportlich. Wollten wir nicht eigentlich noch mich fit machen, wenn wir zusammen sind? Ja, wir sind ja noch ein bisschen länger zusammen, hoffe ich. Deswegen. Dann können wir auch immer noch Wii Fit machen. So, das streamen wir auch nochmal. Da können wir auch Wii Party zum Beispiel machen. Habe ich mir auch zugelegt. Ah, habe ich noch nie gespielt. Aber das sollte man halt in Koop machen. Dann machen wir ein Domtendo Juli Remake von dem Projekt damals. Ja, Mann. Wir müssen dann auswendig deren Texte lernen und so. Das wäre doch Content. Okay, war fun. Ich habe auch mal was gewonnen. Ja, Mann. Gamer. Also gegen dich, ne? Bei Eiskunstlauf war ja ganz klar ich besser. Du hast mich doch in irgendwas Übelst abgezogen. Ja, in Eiskunstlauf. Nee, auch andere Games halt. Generell bist du ein Gamer. Ich bin nicht so. Ich meine schon in dem Spiel. Ja, ja. Wie, ich dachte, ihr trennt euch am Ende des Streams für Content.
Nichts mehr. Deswegen habe ich sie auch eingeladen. Für diesen Moment. Nee, vorher müssten wir halt einen Couple-Instagram-Account machen und so. Ja, ja. Da so ein paar Pics. Wir haben sonst noch keine Touch My Body Challenge gemacht. Das müssen wir alles noch machen. Sonst lohnt sich die Trennung nicht. Wenn wir eine Touch My Body Challenge machen würden, wäre das viel zu lame, glaube ich. Weil wir straight up einfach das machen würden, was alle wollen, und dann ist vorbei. Oh nein, wo habe ich es denn jetzt berührt? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja unsittlich. So, welchen gönnen wir uns noch? Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen Skicross-Traum und Ski-Alpin-Traum war. Ski-Alpin haben wir ja gemacht. Oh, da fährt man durch Marios Piste aus Mario Kart Wii, glaube ich. Was? Ja, das ist geil. Das gönnen wir uns auch. Aber die Traumdisziplin sind der Shit. Wisst ihr was? Ich bin jetzt Psychopath genug, einfach Mario als Charakter zu nehmen. Ich weiß, macht man nicht, aber... Dann bin ich Luigi, weil der muss eh dabei sein. Ja, Mann. Wir machen jetzt... Siehst du? Wir machen das Intro. Ah, von Mario Kart Wii. Ja. Muss ich anfangen mit... Wir brauchen jetzt noch die Lenkräder einfach. Ja. Let's ja, go. Mann. Oh, das kriege ich wieder nicht hin jetzt. Jonas, es ist Zeit für eine Pause. Diese Wii-Games. Die Ski-Dinger kann ich nicht lenken. Das war so witzig früher immer dieses... Es ist Zeit, mal rauszugehen und immer die Wii-Filmung aus dem Tisch... Mit so einem offenen Fenster, wo so das reinweht. Es hat geschneit in Mario Kart Wii. Ja, Mario Kart Wii war geil. Ja, ist halt Mario Kart. Ist ein gutes Spiel. Aber ist nicht das beste Mario Kart. Es macht aber Spaß. Ist eins der schlechtesten Mario Kart sogar. Nein, das ist nichts. Da würdest du mich wahrscheinlich auch übers abziehen. Kann sein. Mario Kart Wii, die Skills... Aber ich habe nie mit Lenkrädern gespielt. Ich hatte keins. Ja, okay, das würde ich dann auch nicht, denke ich. Oh, der Sound sogar. Fuck you. Warum habe ich so reingeschissen? Was war falsch? Aber jetzt muss man nicht schütteln. Also, ne? Let's go. Let's go. Ich habe mir zumindest das Item nicht nehmen lassen. Ach, natürlich. Lol, ich habe direkt geskippt. Wow. High five, Mario. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Die Bombe. Oh, ii! Oh, meine Wii-Filmung macht, super seltsame Geräusche. Können wir diesen Kettenhund-Moment nachstellen? Ich weiß jetzt, was ich die letzten Male falsch gemacht habe. Und zwar? Sag ich nicht. Weißt du, ich mach's auch falsch. Oh ja, es geht tatsächlich. Ich glaube, du machst es richtig. Es geht tatsächlich. Boah! Oh, sorry, au! Warum bist du hier? Fuck? Warum bin ich fuck? Da? Hey, was eine geile Map, Alter. Ja, Bruder, ich mein... What the fucking hell? Hallo, lenk doch. Er hat gar nichts mehr gemacht, einfach. Ich weiß gar nicht, wo meine Bombe hingeflogen ist. Hey, voll vertan, aber guck mal, wir hätten doch DK-Abfahrt eigentlich. Nee, wie hieß das? DK Alpine. Das müsste man hier machen. Junge, was diese... Es sieht halt ein bisschen so aus, sogar. Vielleicht haben sie es sogar noch drin. Also diese Ballons fand ich auch in Mario Kart Wii schon hässlich. Warum sind die so bunt? Als Let's go! Hä? Achso, ich dachte, das ist das Ziel. Ach so. Eine Runde noch. Einfach zwei Runden. Wo kommst du auf einmal her? Wieso fliege ich immer da hin? Ich schwöre, ich lenke da doch gar nicht hin. Ich schwöre, ich spiele gut. Mein Gott. Das Ding verarscht mich. Wir haben sogar Wii für Minuten getauscht, also. Ja, ich bin halt bad und schieß nach vorne. Hi! Fuck! Das ist aber auch super schwer, in irgendeiner Form hier mal eine Linie beizubehalten. Och man, ich wollte die Abkürzung nehmen. Da ist ja wirklich der Kettenhund. Oh shit! Ciao, Waluigi! Was war denn das? So, jetzt beschwer dich nochmal, du fühlst gerade übel. Oh, ich flieg schon wieder. Was ist da los, hä? Nirvana. Ja. Was ist da los? Guck, ich mache mal diesen. Damit treffe ich dich auch nicht. Aber was? Nimm das Item, komm schon! Fuck. Nein! Was bringen die Münzen? Wieso haben wir zwei und null Hallo, Münzen? Lenk doch dahin! Hallo! Nein, Yoshi! Nein! Fucking Sonic-Schuhe! Kein roter Panzer! LOL! Ich wurde reingeboostet in die Kanone, ich hab noch eine Chance! Scheiße, ich hab keine Stunts gemacht! Da ist das Ziel! Nein! Das oh war's. Mein Gott! Das war's! Das war ja mal so lame! Oh, ey. Sind wir beide? Ist irgendwie jemand anders Erster? Wieso bin ich eigentlich immer so weit weg? Weil man hier Abstand braucht für Schwingen. Ja, aber ich meine, ich bin immer außerhalb des Bildes, glaube ich. Ja, das ist irgendwie... Das Problem hatte ich früher eigentlich nicht. Das passiert mir auch jetzt die ganze Zeit ständig, dass ich das Gefühl habe, ich bin viel weiter immer außerhalb der Cam als sonst. Hat Luigi gewonnen? Ich drehe durch.
Was muss ich tun, damit ihr noch eine Runde Sportfest spielt? Eine Runde Sportfest? Es sind einfach nur dieselben Disziplinen, aber in übelst lang, glaube ich. Man muss halt so oft die gleichen Disziplinen spielen. Ja, Sportfest könnte man nochmal machen, so als Playthrough irgendwann. Aber wir wollen heute auf jeden Fall Mario Party 8 spielen, weil da freuen wir uns schon die ganze Zeit drauf. Beziehungsweise ich habe es sogar gekauft, deswegen. Aber ich hatte es nicht mehr. Oha. Oha. Ich habe sogar die ganze Zeit so gesagt, systematisch, ey, ich hab's übrigens nicht. Ich bräuchte es natürlich nach Weihnachten. Und dann wollte ich so gucken, ob du mir das zu Weihnachten schenkst, Mario Party 8. Wo soll ich das denn jetzt herkriegen? Damit wir es zusammen spielen können. Ja, das habe ich tatsächlich viel einfacher bekommen als fucking Wii-Fernbedienung. Aus irgendeinem Grund. Okay, ein letztes und dann Mario Party? Ja, das können wir machen. Okay, Chat, ihr dürft wählen. Was müssen wir unbedingt noch machen? Worauf habt ihr noch Lust? Haben wir noch eine geile Traumdisziplin? Machen wir eine normale? Olympische Disziplinen! Und sagt jetzt nicht Sportfest. Warte, ich will das mal Sportfest schreiben. Machen wir irgendwann nochmal, aber da müssen wir einen eigenen Tag für auswählen. Scheiße, das kann ich nicht mehr schnell machen. Ich liebe das, es ist so geil. Ich liebe den Kerl. Ich bin Fan. Digga, hör nicht auf. Wollen wir, was wir sollen Sportfest sagen? Wir brauchen keine Umfrage oder so. Ihr sollt einfach nur was reinschreiben. Mario Party 8 Spende? Nein, ich hab das Spiel ja schon. Alles gut. Es geht nicht um das Geld, es geht darum, dass ich das... Ich hab's mir gekauft und dann hatte ich Angst, dass du es mir schenkst. Weil ich so gesagt habe, dachte ich mir so, nein, wenn sie mir jetzt mal eine Party 8 schenkt, dann hab ich's doppelt. Aber jetzt hab ich's. Ich bin davon ausgegangen, dass du es schon hast. Du hast mir was sehr viel Aufregenderes geschenkt, tatsächlich. Hab ich? Eine Küchenwaage. Voll nice. Unten eine Gabel mit einer Kurbel dran. Um Spaghetti direkt aufzudrehen. Das hat sie mir wirklich geschenkt. Ja, das ist geil. Let's go. Was habe ich dir geschenkt? Du hast mir eine Ramenschüssel geschenkt. Ja, voll Mann. Geil. Ich hatte nämlich noch keine Ramenschüssel. Yeah. Schneeballschlacht, ja Mann, ich dachte auch. Ich glaube. Und ein Fotobuch. Alter, Green, ich hab dich beim Wort genommen. Das gute alte Zewe-Fotobuch. Ich werde immer die Werbung so nachgesprochen. Ich hab so ein richtig kitschiges Couple-Fotobuch gemacht. Richtig widerlich. Voll ekelhaft. So. Dann spiele ich nochmal Blaze. Wen nehme ich als letztes? Das allerletzte. Wario. Das ist auch immer mein guter Pick eigentlich. Ja, Mann. Den habe ich noch. Unsere Mains. Ja, Mann. Toxic, LeToxic.at, vielen lieben Dank für 7 Monate. Bleib im Team und im Stream. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich grüß dich. Oh nein, das ist voll scheiße, oder? Komm, da gönnen wir uns die Steuerung, weil das sieht so schrecklich aus. Das sieht kompliziert aus. Nunchuck? Was, wenn wir sie jetzt anschließen? Ist schon irgendwann geiler. Was für Steuerkreuz, Digga. Ja, vielleicht kann man hier den Nunchuck besser gebrauchen. Kann das Spiel das? Das sieht ja ulkig aus. Ja. Oh ja, tatsächlich. Der hat reagiert. Stimmt, jetzt hast du so ein... Schwarzes Nunchuck. Mixed. Wii-Fernbedienungskombi. Oh ja, let's go. Ne, den Control-Stick nach oben und unten, um dich vorwärts und rückwärts zu bewegen. Um auszuweichen, schnipp den den Control-Stick schnell in die gewünschte Richtung. Mhm. Z, um anzuvisieren. Schwing die Wii-Fernbedienung, um einen Schneeball zu werfen. Ja, Mann. Man muss nachladen. What the fuck? Ich habe nie Schneeballschlachttraum gespielt. Nee. Ich glaube, wir haben es gemacht und ich fand es irgendwie weird. Also, ich glaube, ich kam damit gar nicht zurecht. Also, vernichte ich dich jetzt. Boah, wie viele Schneeballschlachten konntest du in deinem Leben in echt machen? Nicht so viele. Oder? Das ist voll sad. Ich habe dir immer in die Fresse gekriegt und habe geheult. Ja, aber wer nicht? Das ist basically jede Erfahrung, oder? Weil man jünger ist. Also immer noch besser, als von seiner eigenen Kindergärtnerin eingeseift zu werden. Ach so, einseifen ist übrigens, wenn man Schnee ins Gesicht reibt einfach nur. Ja, so. Das ist übelst eklig. Gemein. Also wirklich das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Das finde ich noch schlimmer als
als Eis in den Nacken zu tun. Ja, das ist alles eklig. Bah. Wenn es kalt draußen ist, gegen das Ohr schnipsen. Das ist wirklich das. So das ist vielleicht so noch grausamer als einweichen. Einseifen meine ich. Einweichen. Dann wäre es mal richtig eingeweicht. So, ich habe mal wieder keinen Plan, was da gerade gleich passieren wird. Wo ist der Traumteil davon? Ich glaube, das Optische irgendwie. Ach so, ich glaube, Schneeballschlacht gibt es nicht mal normal. Das ist einfach eine Traumdisziplin, weil man Schneeballschlacht nicht bei den Olympischen Spielen macht. Ja, also Traum bedeutet eigentlich immer nur, dass die Kulisse dann zu Mario und Sonic passt. Das ist so ein geiles Game, optisch, ne? Diese ganzen süßen Designs hinten, die Hütten. Ja. Yeah. Let's go. Mach dich fertig. Nein, I will not be stopped. Das erinnert mich an die Personenwaage von meinem Vater für meine Mutter, nur eben nicht so schrecklich. Was zum Fick ist eine Personenwaage? Einfach nur eine Waage, oder? Ich muss mich doch... Ich wollte noch gar nicht auffüllen. Oh, was? Wie zieht man denn die Weite? Wieso geht meiner immer nach ganz hinten? Ah! Oder hat das mit der Stärke zu tun? Ja, man kann wenig weit und stärker einfach schmeißen, glaube ich. Hä, das ist Scheiße. Eigentlich, das ist eigentlich übelst cool. Yo, ich bin unbesiegbar. Das ist basically nicht, das ist nicht Schneeballschlacht, das ist Dodgeball. Das ist mir schon jetzt so doof hier, das ey. Das ist echt anstrengend. Das ist Völkerball. Ach shit, ich muss aufladen. Ja, aber ich müsste ja eigentlich in der Lage sein. Ich habe nicht einmal getroffen bisher, glaube ich. Ja, ich will eigentlich... Ich werfe immer oben drüber oder... Nein, was? Ich habe einen Double-Hit getan. Scheiße. So bad. Warte mal, sieht man irgendwo, wer führt? Oh ja, ihr führt so unnormal. Ach du Scheiße. Ihr führt unnormal? Ich bin total scheiße. Ja, aber ich habe noch nicht einmal getroffen. Ich kann nicht ausweichen. Jo, da fliegen Bomben. Oh mein Gott, da fliegen einfach Bomben. Ist einfach, let's go. Ein Punkt endlich mal. Meine Fresse, wie soll Aua. Man... Wie, Junge, und die treffen mich so oft. Ich kann gar nicht ausweichen. Wir liegen beide nur am Boden und werden von unseren Teammates gekillt. Warum habt ihr so viele Items? Aua. Okay, jetzt mache ich langsam Punkte. Nein, warum trifft er mich? Jetzt langsam check ich das. Aber das Ausweichen ist trotzdem super schwer. Ja, das kann nicht knicken hier. Das oh, ist... wir holen euch noch. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott. Let's go. Trifft doch bitte. Ja. Nein, nur ein Hit, Junge. Das war richtig knapp. Ich habe gar nichts gecheckt. Ich habe gar nichts gecheckt. Also, ich kann nicht behaupten, dass ich bewusst gespielt habe. Ich habe irgendwas gemacht. Ich habe auch einfach irgendwas gemacht. Keine Sorge, das ist super wild. Das war Chaos pur. Johnny, holt auf! Okay, ne, war mein. Aber es war knapp. Am Anfang war ich halt super scheiße. Musik für Menschen. Gefällt mir. Man macht keine Schneeballschlacht bei den Olympischen Spielen. Ernsthaft? Bisschen enttäuschend. Also, privat vielleicht schon. Boah, das wäre voll geil, wenn im Fernsehen so eine echte Disziplin namens Schneeballschlacht übertragen würde. Wo du so erwachsene Athleten siehst, die so richtig Skills haben dabei. Yeah. Und dann auch bestimmte Dinge als Punkte zählen. So Gesichtstreffer ist halt so richtig gut und... Hm. Anna, ich wünsche dir gute Besserung. Oh nee, oder? Und eine gute Nacht. Shit. Gute Besserung, Anna. Danke fürs Reinschauen, schlaf gut. Dieses Rückwärtslaufen mit der Vorwärtsanimation dazu. Ja, oder? Imagine. So dumm, so schlecht. So dumm. So dumm, ey. Team Blaze! My skills are superior. Das hat sie geschenkt bekommen. Ja, irgendwie ist das weird, oder? Seinem Lebenspartner eine Waage zu schenken? Also keine Küchenwaage, sondern eine Waage zum Wiegen. Ja, es kommt drauf an, ne? Ja, wenn die das will. Aber es ist so aus dem Nichts. Ja, das wäre schon weird. Oder beziehungsweise, wenn der Haushalt halt keiner hat, macht das wohl irgendwo Sinn, aber dann ist doch kein Geschenk. Das ist einfach eine Anschaffung. Würde ich jetzt sagen. Mhm. Also danke für die Küchenwaage. Bitteschön. Nein, das ist voll süß, weil sie hat mir halt zugehört. Ich meinte so, ja, sowas habe ich nicht. Und jetzt habe ich's.